So, dann mal gleich weiter im Text. Was machst du hier draußen? Komischer Wissenschaftsmensch. So, erforschst du jetzt hier die Häuser? Ja, komisch. Techniker hinten dran. Ja, die Jungs müssen schon was hier machen. Ihr werdet weiter gefoltert. Versteckte Gefängniszelle. Das klingt doch mal irre praktisch. Auch wenn unser Gefängnis wirklich viel zu klein ist, müssen wir auf der anderen Insel unbedingt dran denken, dass wir mindestens 4 Zellen oder so haben. Haben wir denn noch irgendwo Platz? Ja, hier so. Oh, was zur Hölle bist du? Ein Kafka-Soldat. Mit rotem Barett und allem. Hast du was dabei? Nö. Dann darfst du... Nein, nicht die Falle verschieben. Dann darfst du verwirrt werden. So. Das ist eine versteckte... Wow, er ist nicht alleine. Die haben aber alle nichts. Gut. Viele Soldaten sind nie gut. Versuchen wir die mal zu schwächen, bevor die Unsinn machen. So, jetzt aber endlich. Wir hätten gerne die versteckte Gefängniszelle. Da, Information. Versteckte Gefängniszelle, Zellen erfüllen den gleichen Zweck wie normale Gefängniszellen, sind aber nicht so leicht zu entdecken. Die Wut der Agenten, die sie für gewöhnliche Aktenschränke halten, wird durch sie nicht erhöht. Okay. Das probieren wir mal aus. So. Und jetzt sind hier Aktenschränke, die irgendwie schallisoliert sind. Und dahinter sind dann die Gefangenen. Okay. Müssen wir nur dran denken. Ja, das ist ein Problem. Ja, da stelle ich nur auf, um es einmal zu erforschen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas. Weil der Haken wäre, wenn jetzt wirklich jemand drin ist und den wollen wir verhören, dann würde mir hier in der Nähe kein Folterinstrument einfallen. Also ja, der Mixer und so weiter, aber dazu müssten sie erst hier an dem Korridor vorbei mit den Selbstschussanlagen. Und ich glaube, die dackern da schon los, wenn sie den sehen. Und hier vorne haben wir eigentlich nur die Kaserne. Ah, doch, die Buchpresse. Oh, sehr schön, können wir den endlich mal ausprobieren. Ja, doch, das Teil benutzen wir dann sofort. Haben wir noch irgendwo irgendwas? Du wurdest gefoltert und wird rausexportiert. Gefängniszellen sind sonst leer. Ja, okay. Gucken wir auf die Weltkarte. Die Mamba ist fleißig am Rumlaufen. Und wegen der Mamba und dem Chen gibt es ja schon die wildesten Diskussionen in den Kommentaren. So wie ich das von dem einen jedenfalls verstanden habe, greifen die uns erst ab einem gewissen Bekanntheitsgrad an. Ich nehme mal an 200. Wenn das nicht passieren sollte, dann hat der Community-Patch irgendwas kaputt gemacht, was echt doof wäre. Aber dann müssen wir mal gucken. Hatten wir hier noch irgendwo was zu tun? Da können wir noch ein Gemälde stehlen. 10 Arbeiter. Nee, so viel haben wir gerade mal. Da sollten wir was dran ändern. Achso, sind wir eigentlich schon dabei? Wahrscheinlich haben die hier eine höhere Priorität als die Arbeiter. Das heißt, zuerst werden die jetzt alle aufgefüllt und danach erst die 20. Das ist nicht so schön. Müssen wir halt noch ein bisschen warten mit dem Gemälde. Aber das ist ja auch ganz gut. So kullert nach und nach das ganze Geld rein. Wir müssen ja immer schön über der Million bleiben. Und den Totempfahl würde ich gerne woanders hinsetzen. Geht das hier? Warte mal. Wo sind deine Fußstapfen? Brauche ich irgendwo mal Platz? Hier. Du hast 2 dunkelgrüne Fußstapfen. Das ist nicht gut. Und die zeigen auch gerade nach oben. Das ist echt nicht gut. Das heißt, wir blockieren mal ganz kurz hier. Blockieren wir es wirklich? Ja, ich glaube schon. Ah, setzen wir es kurz dahin, dann setzen wir es wieder dahin, aber mit den Füßen nach da. Und dann setzen wir hier den Totenpfahl hin. Weil ich habe gehört, dass die Leute, die am Trainieren sind, also die gerade ausgebildet werden, die verlieren langsam Stats. Das heißt, sie können nicht durchgehend trainieren. Die müssen das in Etappen machen.
Außer man hat halt hier irgendeinen Gegenstand stehen, der die Attribute wieder erhöht. Wie zum Beispiel den Totenpfahl. Der soll da recht gut sein. Und dann mit dem Totenpfahl können sie das Ganze in einem Rutsch durchtrainieren. Und dadurch geht halt alles schneller. Das würde ich ganz gerne mal ausprobieren. So, du musst wieder hier hin. Mit den Füßen nach rechts, ist okay. Totenpfahl, du kommst dahin. Nicht hierhin. So, also der Tisch ist von da zugänglich. Der Tisch ist von da zugänglich. Der Totenpfahl ist von beiden Seiten zugänglich. Und diese komische PR-Geschichte von rechts. Was für ein Chaos das Ding hier doch ist, da. Ja, auf der nächsten Insel machen wir einfach einen riesigen Raum raus und versuchen es dann etwas zu optimieren. Sagen wir es mal so. Haben wir noch irgendwas, was umgestellt werden müsste? Ein Eiersessel. Das ist bestimmt für einen Aufenthaltsraum, oder? Gucken wir mal. Aufenthaltsraum, da. Breitbildfernseher, Eiersessel. Was? Okay, setzen wir dich erstmal irgendwo hin. Aber gut. Wir haben keinen Platz. Wir haben nirgendwo Platz. Okay, weg. Du, abreißen. Währenddessen gucke ich, was der Eiersessel macht. Der kleine Eiersessel ist eine kostenbewusste Lösung, um die Aufmerksamkeit abgelenkter Bediensteter aufzufrischen. Er sieht zwar schick aus, ist aber höllisch unbequem, sodass es schon eine Weile dauert, bis die Aufmerksamkeit ihrer Bediensteten wieder vollhergestellt ist. Klingt nicht so toll. Na gut, einmal bauen für die Forschung und so. Was haben wir hier? Zahlen, Zahlen, Zahlen. Fertig. So, jetzt hätten wir gerne einen Eierstuhl. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. So. Die Soldaten sind inzwischen alle draußen. Sehr gut. Freak-Produktion verfügbar. Forschung erfolgreich. Freak-Produktion aktiviert. Was zur Hölle? Stopp, 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 stopp. Das ist ein Freak. Kommen die jetzt hier aus der Klonanlage raus? Nee. Machst du jetzt irgendwas? Ich guck mal ganz kurz in dem Wiki hier. Worunter sind Freaks Charaktere? Nö. Fallen, Handlanger, Objekte Ausbildung. Irgendwie fehlt hier auch die Hälfte, kann das sein? Ich sehe nichts über Freaks. Hier vielleicht irgendwo. Handlanger, Geiseln verhören, Fallen. Nö, sehe ich nichts. Wie können wir jetzt diese... Also da schon, das wären die. Und wie können wir jetzt Freaks engagieren? Achso, sind das für hier welche? Diplomat, Playboy... Nö, ich sehe keine Freaks. Okay. Da blinkt wieder was. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Los. So. Also mein erster Gedanke war ja irgendwo bei der Forschungsanlage. Können wir vielleicht irgendwas jetzt doppelklicken und dann passiert was? Biotanks vielleicht? Nö. Ich hätte echt diese Klonteile da getippt, aber... Krankenstation? Die Krankenstation ist bisher echt ganz schön mau. So wirklich häufig brauchen wir die ja nicht. Und selbst wenn, dann reicht dieser eine Posten. Ausbildungslager vielleicht? Playboy-Übungsausrüstung. Ich will nicht wissen, wie das aussieht. Naja, doch, eigentlich schon. So, es könnte klappen. Aber auch hier nichts mit denen. Nö, gucke ich mal ganz kurz hier. Hier müsste doch jetzt irgendwas von den Freaks stehen. Das ist noch alles alt, alles alt. Eiersessel freigeschaltet. Forschungsmenü. Nö, warum steht hier nichts über die Freaks? Die wurden mir doch angezeigt.
Sehr verwirrend. Oh, neue Kühlkammern hatten wir auch erforscht, oder? Machen wir hier mal Platz. Hä? Ich hätte schwören können, wir hätten neue Aufhängemöglichkeiten erforscht. Komisch, komisch. Na gut. Bildkarte. Die ist da unten zugange. Grün hat richtig, richtig viel Wut. Rot geht so, blau geht so. Den Playboy haben wir doch schon. Was genau fehlt jetzt eigentlich noch? Es fehlt ein Kämpfer. Söldner haben wir. Da waren auf der Weltkarte aber noch andere. Also, da. Milizführer. Das müsste eigentlich der Söldner gewesen sein. So, haben wir noch irgendwo einen kämpferischen NPC? Nee, das ist der Söldner. Okay. Dann probieren wir doch mal, den hier zu schnappen. Was brauchen wir dafür? 6 Arbeiter. Okay, wir brauchen für alles Arbeiter. So, 6 Arbeiter hierhin. Der wird die Wut so auf 70% hochgehen, was nicht so schön ist, aber lässt sich nicht ändern. Und dann schnappen wir uns den mal. In den Kommentaren meinte zwar jemand, das wäre einfach nur ein Ersatz für den normalen Söldner, wenn man den aus dem regulären Wege nicht bekommen hat. Aber gucken wir einfach mal. Man muss hier immer schön testen. So, läuft hier irgendwo schon so ein Freak rum? Irgendwo schreit was. Das könnte auch eine Trainingshalle gewesen sein. Vielleicht können wir Freaks erstellen, wenn irgendjemand was trinkt? Nö. Oh, ich lasse mich damit überraschen. Achso, Ellie hat geschrien. Ja, dann schreiben wir weiter. Das ist vollkommen okay. Nö, keine Freaks. Gut, das Thema ist für mich abgehakt. Oh, 4 Tote. Nicht gut. Stecken. Und 2 neue Kämpfer hin. Hier auch verstecken. Und hier war das noch. Auch verstecken. Die tauchen immer überall gleichzeitig auf. Nichts Neues. Ja, bei Zeiten sollten wir echt wieder Techniker losschicken. Überall hin zum Erforschen. Zum Verschwören. Eine Superhirnmaschine. Und ich war endlich mal schnell genug, auf das I zu drücken. Das hätte ich bei den Freaks auch mal machen müssen. Das Archiv bietet den Bediensteten zahlreiche Möglichkeiten, ihre Klugheit aufzufrischen. Es verlangt jedoch viel Zeit und Mühe, sich ein Buch oder eine Zeitung ganz reinzuziehen. Die Superhirnmaschine ist die Erlösung für alle ungeduldigen Spatzenhirne. Mithilfe hypnotherapeutischer Bilder erhalten verblödete Bedienstete verlorene Klugheit verblüffend schnell zurück und kommen wieder auf normale Stufe. Okay. Hier dann wohl. Die Superhirnmaschine. Können wir dich hier so hinstellen? Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Ich hoffe mal. Das heißt eigentlich, wenn wir nachher unsere zweite Insel haben, und ja, ich weiß, ich schwärme recht viel davon, weil ich halt den Neuanfang hier hinausgezögert habe, weil ich halt den Hoffnungsschimmer bekomme, dass es eine neue Insel gibt. Deswegen freue ich mich da schon drauf. Also wenn wir die neue Insel bauen, dann können wir die ganzen ersten Stufen doch eigentlich weglassen. Also wir können die ganzen Schreibtische, diese komische Doku-Geschichte hier, alle weglassen, einfach nur 2 Hirnmaschinen hinstellen, oder? Ich meine, die machen ja alle das Gleiche. Die stellen alle wieder Klugheit her. Nur halt langsam, mittel, schnell. Bei den Spinden ja sowieso. Gibt es eigentlich inzwischen bessere Betten? So 3er-Etagen-Betten oder so? Nö. Na gut. Neue rote Punkte. Ich brauche immer noch... Oh. Das ist doch so ein Attentäter. Ein Auftragsmörder auf der Jagd nach dem fiesen Genie. Ja, das ist nicht gut. Und Smash-Soldaten mit Buch und komische
IKEA-Leiste. Haben wir die IKEA-Leiste schon? Nein, haben wir nicht. Guti, ihr müsst gefangen genommen werden. Jedenfalls einer von euch. Und du verwirrt. Sehr schön. Was wollte ich gerade machen? Attentäter. Die Attentäterin, die war irgendwo hier.